Moin moin Leute, ich bin's, euer Spielfriese und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Last of Us Remastered. Wir sind an der Universität in der Hoffnung, dass hier Fireflies wären, aber es ist nicht so. Sie sind alle geflohen, wir haben ein neues Ziel. Und jetzt wurden wir gerade noch entdeckt von irgendwelchen feindlichen Soldaten oder Räubern. Wir wissen es nicht genau. Und jetzt gilt es, sich hier rauszuschleichen. Du bist ein zu die harte Tour. Dann mal los! Was will er denn? Hinter dir! Was will er denn? Oh Mann! Das war jetzt heftig. Okay. Ich glaube, ich behalte meine Axt lieber. Mieses Schwein. Das kannst du laut sagen, Ellie. Kommt der da einfach angerannt? Nee, ich behalte meinen Pfeil und Bogen lieber. Wow, Ellie geht doch gleich direkt los, ne? Sie sitzen da alle und warten. Einen habe ich nur erwischt. Zack. Zack. Komm, 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 komm. Scheiße. Kommt. Mann. Keiner hat von dem was fallen gelassen, Munition, oder? Da haben wir noch was vergessen von der vorigen Folge. Wow! Scheiße, Joel! Wow. Hey, pass auf, Freundchen. Oh, 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 das war scheiße von mir. Geh weg von ihm! Fuck, Ellie. Einen Stein habe ich noch. Hier ist doch nichts mehr, ne? Okay, weiter geht's.
Alles schön nachladen. Das war's auch, glaube ich, schon. Wir müssen hier schnell raus, Ellie. Du bist tot, Arschloch! Komm schon! Wow! Was will er denn? Oh, fuck. Oh nein. Shit. Oh Mann. Was soll ich jetzt tun? Was? Dafür bist du bezahlt! Übel. Du musst mich hochziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Hey! Okay. Oh. Gehen wir einfach zum Pferd. Da ist keiner. Weiter. Wir sind übel zum Arsch, glaube ich. Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Alle wohl ein bisschen verschwommen, aber sonst. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Oh Gott! Komm schon! Oh. Schon entdeckt. Oh nein! Okay, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie! Du hast meine Freunde getötet, Arschloch! Oh! Du kleiner. Verdammt, verdammt. Oh Mann. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Oh mein Gott. Mach schon! Hier ist keiner! Schnell! Du machst das gut! Nur weiter so! Oh Mann! Hier, halt dich fest! Nein! Kannst du laufen? Ja! Dann lauf doch auch! Ja, du hast gut reden! Los, komm! Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück, komm! Hey! Oh, wird unsere Reise scheitern? Joel! Ist das das Ende von Joel? Was? Ellie! Bleib sofort stehen! Joel! Hier! Steh auf!
Leg den Arm um mich. Okay, wir gehen. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm. Scheiße. Ellie, die Killerin. Ruhe. Einfach das Pferd. Kommst du hoch? Los! Wow, Leute. Echt Hammer. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Das süße Häschen. Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Wow, wir dürfen mit Ellie spielen. Da ist er. Müssen wir das Reh jagen? Ich denke mal schon, wa? Scheiße! Ah, da war der. Ja, wir haben Winter, Leute. Ich möchte gern wissen, was mit Joel passiert ist. Da hinten ist er. Mist, oh. Ist der schnell! Junge, Junge, Junge. Wir müssen dieses Reh also jagen. Aber das Reh hört mich ja dauernd oder sieht mich. Oh. Ich muss leiser sein. Okay, du musst leiser sein, Ellie. Da ist es. Und so weit treffen wir nicht.
Frech, wie die Grafik langsam aussieht, ne? Echt Hammer. Leute. Auch der Schnee, wenn wir laufen. Und da sind unsere Fußspuren vom Laufen. Oh, pass auf, Ellie. Es hat mich gesehen. Da bist du ja. Wo? Wo ist es denn, Ellie? Ich sehe es gar nicht. Hä? Warum sagst du denn, da bist du ja? Oh, ist das übel, Leute. Ich glaube, Ellie hat nicht so ein ausgeprägtes Gehör wie Joel. Ich höre doch hier irgendwas laufen. Ich habe auch nicht gesehen, wo es hingerannt ist. Ach, da sind die Fußspuren von dem Viech. Das ist doch jetzt voll gemein. Komm, kleines Reh. Oder Hirsch, was immer du auch bist. Man, wie in der Steinzeit. Scheint frischer Schnee zu sein, der wieder richtig knirscht beim Laufen, wie in echt, ey. Komm, Hirsch. Nicht bewegen. Ah, zeig mir jetzt an, weil ich das Reh nicht gefunden habe. Ha.
Oh, da hinten ganz. Vielleicht treffen wir ihn ja von hier. Ich möchte wohl ein bisschen näher dran. Aber Leute. Komm schon, Ellie. Einmal habe ich ihn getroffen. Da ist es ja. Da bist du ja. Nicht bewegen. Hab dich. Oh. Wie viel hält er denn aus? Mist. Oh, hat mich wieder gesehen. Okay. Wo ist es denn? Da bist du ja. Wo denn? Ellie sieht Sachen, die sehe ich gar nicht. Mist, er hat's gehört. Och Mann. Du blödes Drecksviech, Mann. Ich lauf schon in diesem blöden Schleichmodus. Da lang gelaufen. Na super. Hier ist es auch nicht. Wo ist es denn? Da ist er. Da ist er ganz. Das schaffe ich nicht von so weit. Okay.
Ich schaffe es nicht, Mann. Ruhig, ruhig. Das Scheiße! War ein schlechter Schuss. Es verliert Blut. Es ist da lang gelaufen. Tessa. Wo? Wo, Ellie? Voll weit weg. Okay, jetzt aber. Okay, okay. Wir pirschen uns an unsere Beute heran. Ruhig, ruhig. Der war doch gerade ein Punkt auf dem Kopf. Langsam. Das war ein schlechter Schuss. Was? Ich hab doch genau auf den Kopf gezielt, Mensch! Da hinten läuft das Scheißviech, ey. Da hinten ist es stehen geblieben. Da bist du ja. Ja. Da bist du ja. Ruhig, ruhig. Das schaffe ich nicht, das ist so weit weg. Och Mann. Es guckt schon so komisch. Nicht bewegen. Oh Mann. Wieder getroffen. Muss hier irgendwo sein. So schnell kann das nicht gerannt sein. Warum lebst du noch? Kannst du mir das mal erklären? Was ist das für ein Ort? Du bist da reingegangen. Toll.
Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Oh. Da ist es ja. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Oh, Leute. Jetzt geht's los. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Ein Medikit. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab Angst. Oh, sie kommen. Jeder Schuss muss sitzen. Ich kenne das schon. Scheiße! Weiter so, Kleine! Infizierte hier! Verdammter Mist! Du hattest recht! Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich! Hilf mir mal! Oh, na los! Alter, bin ich erschrocken! Mist!
Verdammte Scheiße! Oh nein! Oh, ist sie übel, Alter. Oh. Ey, Ellie, die ist voll flink, ey. Alter Schwede. Vorbeirennen. Oh, Leute. Mir hat Angst. Nichts ganz dolle. Oh Gott, da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja. Ich brauche ein Medikit. Oh Mann. Mist. Verdammt nochmal. Nichts hier drüben. So, kommt her. Oh. Nein! Ich hab so wenig Leben, Mensch. Ich bin nur ein kleines Mädchen. Nichts hier drüben. Sobald du dich bewegst mit Ellie, ne, dann ist der Kreis voll groß, dann triffst sie nicht mehr. Das ist infiziert. Es kann nicht wahr sein, Leute. Oh, ich krieg hier noch einen Föhn. Vielleicht nehme ich das jetzt einfach mal, das Medikit. Mann, braucht die Stunden, um sich zu verarzen. Nein! Stopp! Oh nein! Ich brauche Hilfe! Oh, das gibt es nicht. Okay. Nichts hier drüben. Mann, ey. Oh nein! Nein! Mir geht's gut. Mein Medikit ist schon im Arsch, Mann! Das schaffe ich doch niemals! Da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Oh Mann!
Ich dreh noch am Schnitzel, Leute. Ich hab die Fresse so voll. Nichts hier drüben. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Nein! Junge, du kümmerst dich um den verdammten Scheißklicker! Auf den verdammten Klicker auf, mein Freund. Ich hab da keine Sahne gegen. Hier raus! Okay. Lass uns hier raus! Ich hab Angst! Oh. Alter! Komm schon! Ich halte sie an! Dann wach die Treppe! Ja, genau! Nix drinnen, nix! Komm mit, hier durch! Okay! Ja! Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Ach, na toll. Alles frei. Hier lang. Das schaffe ich doch niemals mit dem bisschen Patron, was ich hab. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Kleine, alles klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Oh mein Gott! Leute, ich mache hier erstmal einen Cut. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und da kommt schon so ein scheiß Klicker. Wie es weitergeht, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und munter bleiben.